und ich bin wieder komplett fremd in einer riesengroßen Stadt. Ein neuer Tag aus dem Paradies und auch mein letzter heute in Sydney. Denn das war's auch schon wieder. Meine Reise geht hier an dieser Stelle zu Ende und ich werde heute Nachmittag nach Melbourne fliegen. Das heißt, ein letztes Mal frühstücken hier. Ich habe gerade noch eine Wäsche laufen. Dann ab in den Trockner, Koffer packen, ist jetzt kurz nach 9. Ich habe es irgendwie verpennt, heute Nacht das Fußballspiel zu gucken. War aber auch nicht schlimm, denn meine Jungs wussten, dass ich nicht zuschaue und sie haben nur 0-0 gespielt gegen Wolfsburg, 14. in der Liga. Ja, kann man schon mal keine Tore schießen. Egal. Habe ich also nichts verpasst, aber Freitag geht es schon weiter. Ich bin auch ganz schön fertig von den 25.000 Schritten von gestern. Die 25.000 Schritte sind gar nicht mal das Schlimme gewesen, sondern die fast 300 Stockwerke. Also an einem normalen Tag so 10, 20, 30, 40, 50 Stockwerke. Das ist der, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, das ist ordentlich. Aber gestern die 300, also die Mädels, die mit mir gewandert sind, die hatten 70 vom Vortag und hatten Muskelkater in den Beinen. Also wer mal 300 Stockwerke an einem Tag gelaufen ist, der weiß, dass das ganz schön anstrengend ist. Also habe ich schon noch so ein bisschen in den Knien. Aber alles gut, kein Muskelkater, nichts. Bin topfit. Freue mich schon auf das, was morgen kommt. Und ja, werde jetzt noch ein schönes Frühstück haben und dann ab in die City und hoffentlich klappt alles mit dem Check-in und der Security und freue mich, dass ich hier so eine coole Zeit hatte, dass ich hier so ein geiles Haus hatte und so ein paar nette Leute kennengelernt habe. Und dann bin ich schon mal gespannt, was die nächsten Wochen bringen werden. Bis später! Was ein Stress heute Morgen! Ich habe die Klamotten noch gewaschen, das ging relativ schnell. Die wurden dann aber einfach nicht trocken. Jetzt ist es schon um 12 und in einer Stunde und 20 Minuten ist Check-in. Ich brauche aber auch eine halbe Stunde bis zum Flughafen. Oh Mann. Und der Koffer, ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen habe, so viel mehr Zeug zu haben als auf dem Hinweg. Ich habe eigentlich nichts gekauft, keine Souvenirs und nichts. Aber der Koffer ist exakt 20 Kilo schwer. Und auf dem Hinweg waren es noch 14. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell den nächsten Zug kriegen zum Flughafen, da das richtige Terminal finden, einchecken und dann melde ich mich wieder. Hoffentlich klappt alles. Es ist natürlich wieder schweineheiß heute. Das passt perfekt dazu. Aber ansonsten hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Und wir sehen uns am Flughafen wieder. Ciao. Eingecheckt. Ohne Probleme. Drohne alles aufs Band gelegt, aber diesmal im Handgepäck. Und die von Tiger Air haben nichts gesagt. Also scheint alles okay gewesen zu sein. Puh, bin auch noch pünktlich da. Hab jetzt noch eine Stunde Zeit, bis der Flug abhebt. Und dann hat ja doch noch alles gut geklappt. Arrived in Melbourne, aber das Wetter sieht ja mal richtig aus. 20 Grad bewölkt und eisekalt hier. Eisekalt, eisekalt. Eisekalt. Aber ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich glaube, ich fliege gleich wieder zurück nach Sydney mit dem nächsten Flieger. Ja, das Wetter wird langsam besser, aber jetzt gerade, wo ich mich in Sydney zurechtgefunden hatte, beginnt der ganze nochmal von neuem. Und ich bin wieder komplett fremd in einer riesengroßen Stadt. Oh Mann, ey. Yo, hinter mir die Skyline. Ich habe es jetzt in den Park geschafft. Jetzt sind es noch ungefähr 5 Minuten bis zu meiner Bude. Und das Wetter ist doch richtig gut geworden. Hier sind auch ganz viele Parks in der Nähe. Ich muss jetzt nur noch
den richtigen Weg finden. Aufpassen, dass ich hier nicht überfahren werde. Aber ich denke, das kriege ich schon ganz gut hin. Schauen wir mal, dass ich das alles noch finden werde. Aber ich denke schon. Ich gehe jetzt hier einfach eine Abkürzung durch den Park. Ich weiß gar nicht, ob das so erlaubt ist. Aber wir werden das gleich rausfinden. So, da hinten ist die City. Augenscheinlich wohne ich in einem dieser Gebäude da drüben. Hier ist ein großer See. Und in diese Richtung geht es dann zum Strand. Habe ich doch ganz gut getroffen hier. Hier werde ich jetzt ein paar Wochen aushalten. Jetzt muss ich noch irgendwie auf die andere Seite des Sees kommen. Und dann treffe ich mich dann mit meinem Guesthost. Auf jeden Fall alles anders als in Sydney. Einfach, weil sie es können. Der Sound ist anders, die Ampeln sind viel tiefer. Ja, warum auch nicht? Wir wollen halt einfach nicht Sydney sein. In Sydney heißt es Straßenbahn, hier heißt es Light Rail. In Sydney klingt es wie ein Computerspiel, hier klingt es wie so ein paar knackende Silvesterknaller, wie so ein paar knackende Frösche. So Freunde, gut gelandet. Ich werde mir jetzt noch ein schönes Bier gönnen und was zu essen machen. Und dann melde ich mich morgen in aller Frische nochmal bei euch. Ciao!